Das Deichbrand-Spezial wird euch präsentiert von der Pool Group, partymuggel.de und von der Oxmox, Hamburgs Stadtmagazin. Moin, liebe Leute, es ist mal wieder ein warmer Tag auf dem Deichbrand und ich stehe hier heute mit The Swindle. Moin! Hi! Alles fit bei euch? Na klar. Wie war das Konzert? Super, hat richtig viel Spaß gemacht. Super Leute, tolles Wetter, was will man mehr? Euer Sound wurde mit den Killians, Oasis und Beatles verglichen. Wie kommt das denn bitte bei euch an? Super eigentlich, ja. Ist eigentlich schon schön, mit so tollen Bands zu verglichen zu werden. Aber man will halt als Band auch immer ein bisschen seine Eigenständigkeit herausbringen und ich hoffe, das werden wir in nächster Zeit auch ein bisschen schaffen, dass man uns als The Swindle kennt und nicht nur die klingen wie The Beatles zum Beispiel. Wie macht ihr das, neue Fans zu rekrutieren? Ja, wir haben einmal unsere diversen Internetseiten wie MySpace und Facebook und versuchen so vielstmöglich mit denen in Kontakt zu treten und auch viel bei Konzerten oder nach Konzerten auch persönlichen Kontakt zu pflegen. Ihr seid ja gerade in Hamburg dabei, eure EP klar zu machen. Dafür habt ihr euch einen ziemlich bekannten Produzenten dazu geholt. Und zwar ist das Sven Meyer. Der hat ja schon so einige bekannte Bands gemacht, wie zum Beispiel Ketka, Tomte, die Killians. Wie ist das, mit so einem Profi zusammenzuarbeiten? Also für uns war es super, weil wir halt sowas in dem Umfeld noch nicht kannten. Es wurde halt sehr gut auf uns eingegangen und man hat auch richtig an den Songs gearbeitet. Man ist jetzt nicht nur ins Studio gegangen und hat die einfach blind eingespielt, wie man es geprobt hat, sondern man hat richtig an den Songs gearbeitet und ich glaube, es ist ein ganz gutes Ergebnis dabei rausgekommen. Genau, und zwar kommt er eigentlich aus dem Allgäu. Wie kann sich denn jetzt so ein norddeutscher Fischkopf wie ich das im Allgäu vorstellen? Wunderschön. Sehr schön. Viele Berge. Idyllisch. Blumen. Ruhig. Es riecht gut. War das jetzt ein harter Bruch, nach Hamburg zu kommen? Musstet ihr viele Freunde zurücklassen? Oder wie ist es jetzt, aus dem Allgäu nach Hamburg zu kommen? Für uns ist natürlich eine neue Erfahrung, weil wir natürlich aus einem 12.000 Einwohner-Dorf kommen und dann eine Stadt wie Hamburg mit 1,7 Millionen. Das ist schon ein großer Unterschied, weil man halt, wenn man abends weggeht, geht man halt bei uns ins Pub und das war's. Und hier in Hamburg hat man 1000 Kneipen, in die man gehen kann. Mit den Freunden, klar, wir mussten viele zurücklassen, aber es ist ja nicht so, dass die aus der Welt sind. Wir haben ja immer noch Kontakt mit denen und die besuchen uns und wir treffen sie und von dem her haben wir die Stadt Hamburg eigentlich die Stadt Hamburg hat uns ganz gut aufgenommen, würde ich mal sagen. Ich habe es ja schon erwähnt, ihr werdet überall hoch gelobt. Da liegt natürlich nahe, dass man sagt, okay, so vier junge Leute und gleich so boom, voll hoch gelobt. Hat man da manchmal so einen Tick, dass man ein bisschen abhebt irgendwie oder bleibt ihr fest auf dem Boden? Ja, wir sind ja schon abgehoben. Nein. Natürlich freut es uns immer, wenn es jemandem gefällt, aber ich glaube, wir haben da immer die richtigen Leute um uns, die uns da so ein bisschen im Zaum halten, dass jetzt wir nicht komplett durchdrehen. Und unsere Heimat macht es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, weil das hat alles, weil wir aus bodenständigen Verhältnissen kommen, dass man da jetzt nicht gleich irgendwie, sobald einem was gefällt, dass man da nicht gleich durchdreht. Okay, also beim nächsten Mal Deichbrand wollt ihr nicht mit Helikopter schon anfliegen. Immer noch mit Tourbus, so ganz easy. Ja, wäre schon schön, aber nee, Quatsch. Ja, natürlich, ganz, ganz normal mit dem Bus. All the chance made before, I don't know where to go.
was euch, ich meine, der Musikmarkt ist groß, es gibt viele, 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 viele Bands. Was hebt euch hervor bzw. ab von anderen Bands? Unser Aussehen? Sehen wir so gut aus? Gut, dann nehmen wir unser Aussehen. Aber das ist ja auch zeitlich begrenzt, unser Aussehen. Wir werden ja nicht immer gut ausschauen. Okay, ich danke euch. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg. Und ja, haut rein, Jungs, ne? Und euch sage ich auch tschüss. But don't let the crowd get in your night. And people do right, but don't let the sin find in your soul. Let's get it up and stop digging the hole. Vielen Dank.